Oh mein Gott, Leute, es ist endlich der 1.1.2023. Super komisch auszusprechen. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht in das neue Jahr. Und ja, Leute, wenn ihr das seid und nicht ausgerutscht seid, dann lasst jetzt nochmal schnell einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, denn ich habe eine richtig coole Neuigkeit am Start für euch, die wir einfach mal in StumbleGuys bekommen. WTF, Leute, denn es gibt einfach mal eine Möglichkeit, um ja, Gems kostenlos zu gewinnen oder zu bekommen. Das ist kein Spaß und das nur, indem man ein bisschen StumbleGuys spielt. Also richtig, richtig cool. Und ich denke mal, Leute, da sagt doch eigentlich keiner Nein zu. Ich finde es auch ganz verrückt, wie einfach jeder diese 2023 Fußabdrücke am Start hat. LOL! Oh mein Gott, schaffe ich das jetzt hier noch irgendwie hinzukommen? Ich habe auch vergessen, meine Spezial-Emotes reinzutun, sehe ich gerade. Ich hoffe überhaupt, dass ich das zeitlich noch schaffe, nach dort hinten zu kommen. Das sind auf jeden Fall einige runtergeflogen, habe ich gerade gesehen. Ich denke, das sollte ich schaffen. Ich denke, eigentlich sollte ich das schaffen. Ich gehe jetzt mal hier den linken Weg. Aber Leute, wie dem auch sei, also es ist kein Clickbait. Ihr könnt wirklich kostenlos euch Gems erspielen. Ihr müsst nur ein bisschen StumbleGuys spielen und könnt dann Gems bekommen. Wie das geht, verrate ich euch gleich. Wir können nämlich diese Gems gewinnen, indem wir versuchen, einen Zeitrekord aufzustellen. Und zwar auf der Map Hot Wheels Hustle. Ihr könnt... Oh lol, da kommt die Map genau. Und zwar müssen wir versuchen, auf dieser Map eine möglichst schnelle Zeit hinzubekommen. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch auch nochmal, nachdem wir eine Runde gespielt haben hier. Aber Ziel ist es quasi, als einer der Besten abzuschneiden. Und um genau zu sein, bekommen die 10 schnellsten Spieler einfach mal 1200 Gems. Es gibt allerdings noch einige Regeln, auf die ich auch nochmal gleich eingehen werde, damit ihr auch versteht, was ihr auf keinen Fall machen müsst und bis wann ihr auch teilnehmen könnt und wie ihr teilnehmen könnt und so weiter. Denn es reicht leider nicht aus, einfach nur zu spielen und dann gar nichts mehr zu machen. Ihr müsst das Ganze nämlich auch, ich sag jetzt mal, dokumentieren. Wie ihr das Ganze dokumentieren könnt und wie ihr dann 1200 Gems kostenlos bekommen könnt, das verrate ich euch, wie gesagt, dann nach dieser Runde, beziehungsweise wenn wir hier das Ganze zu Ende gespielt haben. LOL! Wird nicht gesprungen. Auch nicht schlecht. Genau. Und zwar, ja, ich glaube, ich zeige euch das in Ruhe. Ich zeige euch das in Ruhe, nachdem wir hier die letzte Runde gespielt haben. Aber es kann auf jeden Fall so viel gesagt sein, Freunde, dass ihr nur einen einzigen Versuch habt und dass das Event nur bis zum 2. Januar geht. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, habt ihr, wenn das Video online kommt, noch bis morgen Zeit. Also zögert nicht zu lange. Versucht auf jeden Fall, die beste Zeit herauszuholen. Ich weiß auch nicht, was aktuell die beste Zeit ist. Ich habe einige Spieler gesehen, die auf jeden Fall so 50 Sekunden geschafft haben. Ich weiß aber nicht, ob das die höchste Zeit war. Lol, und hier ist einfach einer Pirata. Junge, was ist denn da los? Einfach Pirata-Account hier von Lenny, also Lumex am Start. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Die sind ja momentan in Dubai unterwegs. Ich konnte leider nicht mit dieses Jahr. Ich wurde sogar auch gefragt, ob ich mit möchte, aber das hat bei mir dieses Jahr einfach nicht funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja sogar nächstes Jahr am Start. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr lustig, dass einfach dieser Pirater-Account gerade am Start ist. Oh lol, warte mal, das ist schon das Ende. Nein, ich habe voll vergessen, dass das hier das Finale ist. Nein, ich dachte, oh Gott. Hätte ich die Grätsche gehabt, hätte ich sogar noch geschafft. Und so bin ich minimal, ja, zu spät ans Ziel gekommen. Doof gelaufen. Ich würde sagen, ich zeige euch aber jetzt einfach mal, wie ihr wirklich teilnehmen könnt und 1200 Gems kostenlos gewinnen könnt. Okay, Leute, wir müssen nämlich eine Custom Party erstellen. Wenn wir in dieser Custom Party drin sind, müssen wir die Einstellungen genau so machen. Also maximale Spieler auf 1, Runden ebenfalls nur 1 und als Map, als einzige Map vor allem, Hot Wheels Hustle auswählen. Es darf natürlich keine andere Map am Start sein und wenn wir das gemacht haben, können wir schon die Lobby erstellen. Der StumbleGuys-Kanal hat auch eine Vorschau hochgeladen, wie das Ganze aussehen kann. Hier sehen wir auch nochmal die Lobby, alles erstellt worden. Und oben rechts in der Ecke sehen wir auch schon einen Timer. Wir sehen jetzt gerade also auch live, wie einfach mal der StumbleGuys-Community-Manager spielt. Also ein Mitarbeiter von StumbleGuys.
denke mal, da seid ihr auch mal drauf gespannt, wie gut StumbleGuys-Mitarbeiter eigentlich spielen. Auf jeden Fall sehen wir, oben rechts der Timer ist aktuell noch auf 0,0 Sekunden eingestellt. Und er beginnt genau jetzt. So, genau wenn Go erscheint, beginnt nämlich der Timer. Und wir schauen mal nach, wie gut der Flameo Community Manager ist. Also so heißt er wohl anscheinend in Game. Und wichtig ist nämlich, Freunde, dass wenn ihr das Ganze hier aufnehmt, unbedingt oben rechts, er fällt einfach runter, beste Leben, ihr müsst unbedingt oben rechts diesen Timer laufen lassen. Nur wenn der Timer oben rechts läuft, könnt ihr bei diesem Event mitmachen. Alles andere wird nicht akzeptiert und ja, das solltet ihr auf jeden Fall beachten, dass ihr diesen Timer irgendwie einblendet, genau, weil sonst könnt ihr nicht mitmachen. Ja, ich bin mal gespannt, was er jetzt hier für eine Zeit raushaut, denn ich werde auf jeden Fall auch versuchen, nachdem er von dieser Schranke getroffen, ich werde auf jeden Fall auch versuchen, gleich irgendwie eine Zeit noch rauszuholen und wir sehen, zack, er schafft es jetzt hier, oh Gott, nein, er wird sogar vom Zahn getroffen, er schafft 1:03, okay, 1:03 hatte er ungefähr als Zeit, das war wohl seine Zeit oder 1:05 endgültig. Wenn ihr das gemacht habt, also euer Gameplay aufgenommen habt, müsst ihr nämlich auf den StumbleGuys Discord-Server gehen. Da müsst ihr einmal hier unter, wo war das denn nochmal genau? Announcements. Und dann findet ihr hier, glaube ich, auch die Abteilung. Genau, das war hier einmal unter Time Trial. Genau, kann man sogar auch ganz unten finden, wenn man hier runter scrollt. Und hier müsst ihr einfach mal eure Zeit reinposten. Wir sehen, hier hat einer sogar 44,12 Sekunden, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, was ich jetzt für eine Zeit schaffe. Ich werde jetzt auch einen einzigen Versuch vornehmen und mal schauen, was wir herausbekommen. Also Leute, wie gesagt, die Settings müssen genau so sein, wie ich sie jetzt hier eingestellt habe. Dann macht ihr auf jeden Fall alles richtig. Ich werde das nebenbei einfach an meinem Handy stoppen, aber so wird das natürlich nicht ausreichen. Ich werde auch so eine Zeituhr nochmal einblenden. Aber gut, ne? Ich werde das jetzt einfach nur mit der Handy-Stoppuhr messen, damit ich selbst so einen kleinen Richtwert habe. Okay, Leute, Hot Wheels Hustle, es geht auf jeden Fall los. Kann sein, dass meine Zeit richtig schlecht sein wird. So, 3, 2, 1, go. So, jetzt muss ich auf jeden Fall die Zeit stoppen. So, okay. Ah, ich habe die Grätsche vergessen. Ne, das muss ich nochmal neu machen. Wobei, komm, ne, ich mache jetzt einfach mal ohne Grätsche, ist egal. Aber auf jeden Fall ist es deutlich schwieriger, weil ich jetzt keine Grätsche am Start habe. So, zack, jetzt hier nochmal rüber. So, zack. Ah, also ich werde auf jeden Fall ein paar Sekunden schlechter sein, dadurch, dass ich keine Grätsche am Start habe. Ist, wie gesagt, der First Try. Also kann sein, dass es hier auch einfach jetzt absolut die Katastrophe wird. Wobei, oh, ich wurde nicht getroffen, aber habe den Boost auch dementsprechend nicht mitgenommen. Bin jetzt gerade bei 32 Sekunden, zumindest laut meinem Handy. Oh Gott, oh Gott. Schaffe ich die Schranke? Die Schranke schaffe ich sogar auch noch. Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt hier auch nochmal noch das... Das Krokodil kommt. Ich nehme jetzt hier mal rechts. Oh Gott. Und ich habe geschafft, laut Zeituhr 49 Sekunden. Man sieht es jetzt hier nochmal in der Facecam. Ja, mit Grätsche wären es vielleicht, so sagen wir mal, 46, 45, irgendwie sowas um den Dreh. War, wie gesagt, der erste Versuch. Aber, Leute, wie gesagt, probiert es gerne aus. Ich finde es eine sehr coole Aktion. Lasst, wie gesagt, einen fetten Daumen nach oben da. Habt einen schönen 1. Januar, Freunde. Und schreibt mal eure Zeit in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Bis dann. Ciao.